So, da machen wir Pause. Die Ronja hat einen Hunger. Heute haben wir wieder mal zwei diplomierte Kindergärtnerinnen dabei. Da kann die Fürsorge nichts sagen. Nur kurz oberhalb der Lackenalm geht am Eibenbergschottel plötzlich der Windgott in wenigen Sekunden von 0 auf 100. Boah! Weshalb wir so schnell wie möglich wieder auf die Lehseite wechseln. Die 1100 Höhenmeter fordern langsam ihren Tribut. Trotzdem erreichen letztendlich alle Männer den Gipfel. Naja, die dünne Luft ist nicht gut für mein Gehirn. Meine geht über.